So, einen wunderschönen guten Tag. Update 238.393 Kilometer. Ja, ich bin ein bisschen am Stream gefahren. Streame im Moment Twitch, X. Da könnt ihr nennen. Warum auf Twitch? Ganz einfach. Es war ein Test. Das war sein Shooting. Warum auf Twitch? Ja, da leckt es weniger, wenn ich streame und die Streams laufen flüssiger. Deswegen Twitch. Auch wegen anderen. Ich weiß nicht, wie ich das erzählen soll. Auf jeden Fall, ja. Ich habe gesehen, dass auch schon ein paar Leute haben. Das ist auch jetzt nicht so tragisch, weil ihr merkt, Videos kommen selten. Auf Videos muss ich haben. Ich dachte jetzt, bevor ich jetzt Tag anfange zu genießen, bringe ich euch ein Video. Das mal hier erzählen so ein bisschen. Kaum noch. Und zwar auf YouTube ist ja das Problem. Und also es ist, kommt mir so vor, als würden andere Leute versuchen, Kanäle lenken zu wollen. So wie Herrschaften bei mir in den Stream waren, halt versucht haben zu haten und Dislike-Welle gestartet haben, auch mit YouTube gewechselt habe, ne, um halt den Deppen keine Chance zu geben. So, wir halten natürlich an roten Pillen, Singleplayer. Brauchen wir gar nicht achten, wir haben hier vor uns eine. Die Fahrt werde ich euch wieder ungeschnitten geben. Und ich werde jetzt euch als Videoprojekt eine Mod-Map geben. Ab und zu ein bisschen aufnehmen werde und Sound da hochstellen werde. Ja, das werden wir so ein bisschen machen. Ich bin die Map schon mal gefahren. Ich werde mal gucken, dass ich sie wieder bekomme. Auf ETS 2.pt. Die Map werde ich dann auch ab und zu mal ein bisschen streamen. Ich weiß, dass die meisten kaum noch meinen Kanal gucken, weil nur noch ETS 2. Es ist nun mal das Spiel, was ich Spiele, was am meisten beruht und wo man sehr, sehr viel mitmachen kann. Klar, ich würde auch gerne andere Spiele mal durchmachen. Problem ist, meine Grafikkarte. Ja, die zickt ein bisschen rum. Deswegen muss ich jetzt mal gucken. So, nochmal TCT. Sehr entspannte Nacht. Haben Nachbarn die halbe Nacht Party gefeiert. War dann nicht mehr so entspannt. Mal gucken, ob wir noch vor dem Bus reinziehen. Komm, wir haben ein bisschen Platz. 97 dürfen wir. LKW fährt natürlich über 80. Stur. Sturer Bock der. Jetzt sind wir hier schnell überholen. Und wir fahren ja straight auf unsere 1 Million zu. Ne? Auf unsere 1 Million.
ich 1 Million Abonnenten. Da sind wir ja Kilometer von entfernt. Meilenweit. Ja, noch Trilliarden Lichtjahre entfernt. Aber mit dem LKW und dem Spielstand fahren wir auf die 1 Million zu. Tanken brauchen wir Gott sei Dank noch nicht. Licht mal anmachen. Haben wir denn Zeit? 7 Stunden. Ist easy. Also ich glaube, das geht dann nach Realbedingungen. Also Real-Life-Zeit, die Stunden. Glaube ich zumindest. Singleplayer läuft ja die Zeit ein bisschen anders als im Multiplayer. So. Ja, pff, dann fahre ich halt da nicht rüber. Ist mir auch wurscht. Dann überhol mich doch. Mach auch den Mittelspurschleicher. Der hätte abbremsen können. Also runterbremsen können, mich reinziehen lassen können. Müsste ich jetzt nicht 10 Jahre warten. Aber das ist... Gestern bin ich zum Beispiel EU2 gefahren. Und wenn ihr wollt, kann ich euch das mal versuchen zu streamen. Aber ich bin ganz ehrlich, es wird lecken wie Hunze, ja. Es wird richtig lecken wie Hunze. Wenn ihr wollt, kann ich euch das heute Abend mal zeigen. Und, das wird dann brutal. Da habe ich mir gestern einen Report eingefangen. Weil... Moment. Ich habe normal gefahren auf der Straße und ich wurde beiseite gedrängelt und dann habe ich ihn zurückgedrängelt. Zurückgedrängt auf seine Scheiße da. Und ich war... nicht schuldig an der ganzen Aktion. Bin ich mal gespannt, ob ich deswegen jetzt gebannt werde oder nicht. Ja, dann gibt es auf jeden Fall so ein richtiges Ansagevideo. Hey, Spaß. Mach mal Diss-Track gegen Truckers MP. Aber da bin ich dann gestern an Deutsche geraten, die Sachen gesagt haben, die wir zum Beispiel gar nicht gebrauchen können im Livestream. Deswegen werde ich da dann irgendwie den Voice-Channel wechseln, weil ich habe da keinen Bock, dass da irgendwelche rassistischen Äußerungen fallen. Halt hier auf YouTube und auf Twitch auch nichts zu suchen haben. Wenn man auch, wenn man es hört, dass ich damit nichts zu tun habe. Aber trotzdem ist es dann ein bisschen krass, was da gesagt wurde. Und Meister. Mann. Ich reg mich ja immer noch über diese Leute auf, die damit fahren. Ah, die damit fahren. Reg ich mich total auf. Komme ich überhaupt nicht drauf klar. Habe ich wieder ganz, ganz viele YouTube-Videos gesehen und Streams gesehen. Oh. Augenkrebs. Ja, wozu gibt es da einen Spiegel? Und hier, so haben wir die. Guck mal, da haben wir mehrere Spiegel, ja, wenn wir mal darüber gucken. Haben wir mehrere. Nee, stattdessen machen die meisten dann die hier an. Es klaut total viel Blickfeld. Ja, es klaut total viel Sicht. Das ist furchtbar. Ich bin auch eine ganze Weile so gefahren, aber nur um sich an alles zu gewöhnen. Und mittlerweile, ja, weiß ich gar nicht. Wir müssen jetzt eh erstmal das linke Spur. Wir müssen jetzt eh hier erstmal abfahren. Also, mit
die anderen, für die Neuen, die jetzt mit YouTube anfangen, ETS 2 streamen wollen oder Let's Playen wollen, auch bloß nicht diese hässlichen Extraspiele. Ja, furchtbar. So. Runter von der Autobahn. Auf die nächste. So, war doch gut. Kommen wir doch auf den Abend an. Ist doch alle chicky. So, und dann würde ich sagen, nehme ich euch nachher mit einmal auf den Höllentrip. Und, dann machen wir einen Doppelhöllentrip. Machen wir einen Doppelhöllentrip. Und zwar versuchen wir dann nach. Nach Bergen hochzukommen. Nach Bergen. Von Bergen nach Oslo. Dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen in den Stream. Wird ja ungefähr so Stündchen, anderthalb Stündchen dauern. Länger braucht man nicht streamen. Vielleicht fange ich auch an mit Minecraft oder so. Fange an, mir dann eine kleine eigene süße Welt aufzubauen. Mit Craften und so. Ist dann ja eh viel zu blöd für. Naja, was soll's. So, SSO bin ich auch noch nicht weitergekommen. Das kann ich euch erzählen. Ich habe es jetzt erstmal eine ganze Weile nicht gespielt. Könnte ich aber mal wieder. Und Arma 3. Ich suche Arma 3 Mitspieler. Ja, ich muss mal gucken. Ich fange jetzt auch erstmal wieder alleine an ein bisschen. Und werde mich mal in diese Materie reinrollen. Ja, dass ich mir da mal einen komplett frischen Server suche, wo ich neu anfangen kann. Und das werde ich dann auch streamen. Mal wieder. So ein bisschen Spaß an der Sache. Puh, haben wir eigentlich alles Wichtige besprochen? Müssen wir nur noch die Tour hier zu Ende kriegen? Also die meisten gucken ja auch schon gar nicht mehr zu beim Stream, weil es ja nur noch ETS2. Da warte ich jetzt auch nur noch, denke ich, auf das neue Update, auf das neue DLC. Das Neue, was dazu kommt. Deswegen möchte ich auch mal wieder eine Mod-Map fahren. Und interessant werden. Von klein an alles aufbauen. Ich habe zwar die TSM-Map runtergeladen, aber nichts gegen die Jungs von Trucks im Map. Aber die ist so langweilig geworden. Jetzt könnte man sagen, ja, lad dir doch Pro-Mods runter. Ja, die Pro-Mods zeigt auch schon jeder. Dadurch hat sie auch ihren besonderen Charme verloren. Einfach weil es nichts Außergewöhnliches mehr ist. Scheiße, den habe ich nicht gesehen. Ich hasse es, in England zu fahren. Ich hasse es.
Aber ich muss mich echt mal ranmachen, versuchen, alle Städte irgendwie zu kriegen hier in England, dass ich mir endlich mal alle Garagen kaufe. War jedes Mal mit euch nach England, ja, oder auch mal so, Leuten im Teamspeak, und nie kaufe ich mir die Garagen in England. Eigentlich könnte ich jetzt schon die paar, die ich habe, verkaufen und sagen, Brexit, ne? Ist nicht mehr. Wird ja nicht mehr zu Europa. Aber es gibt so viele europäische Länder, einfach noch nicht. Ja, jetzt gibt der rote Idiot da, da ist, ne? Der da. KI reagiert auch überhaupt nicht auf mein Blinken. Das ist. Es juckt die echt null. Das interessiert die echt nicht. Erich. Teilpräsenz hier wieder auf der Straße. Obwohl wieder Spritgeld. Ich hasse diese Autobahnabfahrten hier. Die sind so gut. Ah, das Video wird schon wieder unnötig lang. Was soll's? Das Wetter ist übrigens so geil, dass ich euch jetzt einfach nämlich aufnehme. Und derweil es dann hochlädt, werde ich mit meinem Hund schön spazieren. Einfach um das Wetter zu genießen. Wie er da liegt, hat er richtig Bock. Merkt es ihn schon richtig an, dass er richtig Bock dazu hat, offen zu gehen. Das Problem ist halt, dass mein Hund gerne mit anderen Hunden spielt. Die meisten hier bei mir nicht von alleine lassen, weil ihre Pfiffis nicht hören. Ich werde das mal still und heimlich aufnehmen. Ich versuche das mal wirklich still und heimlich aufzunehmen. Also ohne, dass ich jetzt die Person filme. Dann wirklich nur, wie sie an der Leine gehalten wird. Ja, da gibt es hier so eine ziemlich reiche Olle. Ja, also ich nenne sie immer Spitch. Die hat so einen richtig teuren Hund. Der will immer mit Baloo spielen. Darf's aber nicht. Darf's nicht. Muss ich euch mal filmen? Die keift mich auch immer richtig an. Ja, ich soll doch meinen Rexköter wegnehmen. Alte ist einfach nur fürchterlich. Ich weiß auch, dass die ein Kind hat. Sohn. Und, der Sohn ist, glaube ich, etwas über 20. Die Tochter über 30. Zumindest haben die mal behauptet, dass sie von der die Kinder. Zumindest der Sohn. Aber ich glaube, dass die Olle auch die Tochter ist. Die sind total nett, total höflich. Man darf dann immer Baloo mit dem Hund spielen. Aber so nicht. Naja, alte Menschen. Alte reiche Menschen. Kohle. Ich sag immer, Geld versaut den Charakter. Ist ja bei einigen.
herrschen. Ey, so eine Froschsau. Hätte doch eigentlich warten müssen, bis ich vor. Na egal. Alles egal. So, jetzt habt ihr auch noch meinen WhatsApp-Ton mitbekommen. Ja, WhatsApp nervt manchmal. Das ist furchtbar. Vor allem, wenn man am Stream ist und dann ständig irgendeiner irgendwas schreibt. Und dann verkabel ich mich schon extra immer. Hab immer dieses Kabel im Ohr. Vom Headset. Also für Headset. Und ich schreibe dann immer, ja, ich bin gerade live. Das ist denen dann egal. Die schreiben dann weiter. Die kennen da gar nichts. Die haben da kein Mitleid. Ne? Die schreiben dann wie die letzten Volldeppen. Wir regen uns nicht auf. Na gut, ein Baller Bulle ist habe ich gefunden. Wenn ihr es öfters mal wollt, dass ich Singleplayer fahre und einfach mal so ein bisschen plaudern tue, sagt das mal, also dann lasst das per Däumchen zu spüren. Daumen hoch ja, Daumen runter, ist euch scheißegal. Daumen runter heißt nein, kein Singleplayer, Daumen hoch heißt Singleplayer. Prüfe ich dann, dann mache ich euch das mal. Weil ich habe vergessen, wie schön es auch mal sein kann, im Singleplayer zu fahren, einfach nur zu reden. Muss man dann sich nicht auf die anderen im TS konzentrieren, die dann mit einem mitfahren. Was gleich geschah. Boah, hol jetzt einfach, ne? Ja, ich überhol mal einfach. Was ein Scheiß. Verdammt. Versuch macht klug. Ne? Schön Mobil noch uns entgegengekommen. Hör auf daran rumzukauen. Hör auf damit, Balu. Muss ich jetzt eigentlich hier schon abbiegen? Nee, das ist mir zu fahren. Verkehr muss ich ja dann eh. Ach, England ist generell blöd. Aber England ist generell so, wo ich sage, da habe ich keine Lust zu. Natürlich fahre ich ausgerechnet in eine Stadt, wo ich schon eine Garage habe. Nein, ich will das nicht. Ich fahre jetzt eine weiter. Dann biegen wir ab. Das ist auch schwachsinnig. Ja gut. Das ist jetzt mehr als peinlich, aber 0%. Das ist, was haben wir denn überhaupt geladen? Sojamilch.
Das ist gut verpackt, aber wenn ich jetzt hier Hardcore Stahlrohr fahre, ja, da leicht um Wut gegen Ditsche, dann ist es gleich 100% Schaden. So. Beweise ich es euch jetzt oder beweise ich euch es jetzt nicht? Ich guck mal kurz, wo das wäre. Da. Ach komm. Ach, das wird jetzt so in die Hose gehen. Das ist so bitter peinlich, ne? Komm. Nein. Das ist so peinlich. Das ist einfach nur noch peinlich. So. Nein, jetzt kommt jetzt kein Zug. Das ist einfach nur, weil mein Luft zu niedrig ist. Nee, war zu niedrig. Ich fahre mit euch noch in die Werkstatt. Und würde sagen, dass es dann schon wieder war von diesem. Wenn ihr mitfahren wollt im Multiplayer, xdubis, auf Twitch einfach followen. Ein funktionstüchtiges Headset wäre von Vorteil. Ist dann immer schön über den Voice-Chat unterhalten. Oder auch als über TS, die ich gerne handhaben möchte. Was sagen die Reparaturskosten? 1200 geht in Ordnung. Ich sage Dankeschön fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.